Ja, auch von meiner Seite erst nochmal einen schönen guten Abend hier. Und wie ich gehört habe, ist dies ja eine Konkurrenzveranstaltung. Und wie ich auch sehen kann, vielleicht zu meinem Vergnügen sehen kann, haben wir in der Konkurrenz verloren. Bei den anderen sind dann wohl mehr Leute. Aber wir demonstrieren nicht nur, sondern wir müssen uns auch bilden. Im emphatischen Sinne des Wortes, wir brauchen Aufklärung, damit wir nicht nur wissen, warum wir demonstrieren, wann wir demonstrieren müssen, wann vielleicht auch nicht. Und was dann sonst noch zu tun ist, um politisch etwas in unseren Gesellschaften zu verändern. Und was man verändert und in welche Richtung man verändert, das muss auch erarbeitet werden. Und dazu sind dann auch theoretische Überlegungen wichtig oder, wie es so schön in einem nicht sehr gut klingenden Deutsch im Titel heißt, Perspektiven der politischen Ökonomie auf die Krise des Kapitalismus. Ich habe mich immer gefragt, wie man Perspektiven auf etwas richten kann. Denn die Krise des Kapitalismus befindet sich in unserer Perspektive und dann müssen wir weiterhin die Frage stellen, wie können wir diese Perspektive so ausrichten und den Parallaxenausgleich so organisieren, dass wir das alles nicht verzerrt sehen, sondern auch in die Weite und auch in die Tiefe zu schauen vermögen. Nun, die Krise, auf die wir also die Perspektive richten oder die wir in den Fokus nehmen, wie dies also in Neudeutsch häufig auch heißt, diese Krise muss man analysieren, natürlich nach ihren Ursachen hin, woran liegt sie. Wir müssen uns auch die Frage stellen, was sind die Dimensionen dieser Krise, denn sie wird sehr häufig als eine vielschichtige Krise bezeichnet, als eine vielfältige Krise, als eine multiple Krise, als eine systemische Krise und dergleichen Begriffe mehr, die wir immer wieder vorfinden. Und wir müssen die Dynamik der Krise verstehen. Dass diese nicht ganz ohne Belang ist und dass diese auch eine gewaltige soziale und politische Bedeutung besitzt, hat ja die gegenwärtige Krise sehr deutlich gezeigt. Ausgebrochen ist sie, wie wir wissen, so 2007, 2008, jenseits des Atlantik, irgendwo im US-amerikanischen Mittelwesten bei den kleinen Hypothekenschuldnern. Sie ist dann nach New York geschwappt und hat Lehman Brothers am 15. September 2008 in die Tiefe gerissen und in den Abgrund, der sich dann aufgetan hat, haben dann auch Politiker wie unser damaliger Finanzminister, nein, Außenminister Steinmeier geschaut und hat nur noch einen Abgrund gesehen und andere genauso, auch Herr Greenspan von den USA hat nur noch in einen Abgrund geschaut am 15. September 2008. Jedenfalls ist auf einmal die Krise auch in Europa angekommen. Sie wurde zur Kenntnis genommen, sie musste zur Kenntnis genommen werden und sie hat unendlich viel Geld gekostet, das Geld der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Denn die Bankenrettung war ja bekanntlich nicht ganz billig, die dann in aller Welt stattfinden musste, nicht nur im amerikanischen Mittelwesten. Und wenn eine Bankkrise so richtig im Gange ist, dann ist das Geld insgesamt natürlich betroffen und das Geld heutzutage existiert nur im Plural, das heißt als Währung und schon haben wir es mit einer Währungskrise zu tun, mit der Eurokrise, an der immer noch die Menschen, vor allen Dingen in Südeuropa, aber auch darüber hinaus leiden. Mit anderen Worten, die Dynamik dieser Krise ist ganz erstaunlich. Und damit muss man sich also auch auseinandersetzen, um dann schließlich auch Strategien der Krisenbekämpfung zu entwickeln. Diese Strategien waren vielleicht im Jahre 2008 noch etwas andere, als sie es im Jahre 2014
sein müssen. Das heißt, Sie haben auch so etwas wie ein Zeitsuffix, nicht? T1, T2, T3, verschiedene Zeitpunkte, Zeiträume verlangen dann auch unterschiedliche Antworten. Nun, die Krise, die wir gegenwärtig erleben und die natürlich im Zentrum unserer Betrachtungen steht, ist keine Frage, ist, wie wir auch alle wissen, natürlich nicht die erste in der Geschichte des Kapitalismus. Es gab immer im Kapitalismus und sogar auch davor Krisenerscheinungen, Katastrophen, Naturkatastrophen, die ihre ökonomischen, politischen, sozialen, kulturellen Auswirkungen gehabt hatten. Es gab also auch politische Krisen, Kriege, die gewaltige ökonomische Auswirkungen auch gehabt haben, die sich zum Teil bis heutzutage noch bemerkbar machen. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 ist heute noch in seinen Auswirkungen zu spüren. Und das wirft immer auch die Frage auf, die ich mir auch manchmal dann stelle, der Dreißigjährige Krieg in Afghanistan, wie viele hundert Jahre wird er noch nachwirken? Und gestern habe ich in Dreisat, also dass man auch in Österreich ja empfangen kann, eine Sendung zufällig gesehen, die sich mit den Folgen, mit den ökologischen Folgen der Kriegführung der Amerikaner in Vietnam oder aber des Ersten Weltkriegs, der Schlacht an der Marne bei Verdun und an der Somme auseinandersetzten. Die Folgen sind bis heute noch zu besichtigen und nicht nur als ökologische Zerstörung, sondern auch in ihren sozialen und politischen Konsequenzen, die wir natürlich dann auch analytisch erfassen müssen. Das kann man nicht einfach so visuell sehen. Das drängt sich nicht visuell einfach auf. Mit anderen Worten, Kriege, Krisen hat es auch in vorkapitalistischen Zeiten gegeben oder in frühkapitalistischen Zeiten. Aber die Regelmäßigkeit der Wiederkehr von ökonomischen Krisen, das ist relativ jungen Datums. Das kann man eigentlich erst festmachen seit der Entwicklung des industriellen Kapitalismus, also seit, sagen wir mal etwas grob, und fast seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Seitdem also fossile Energieträger benutzt werden mit den entsprechenden Wandlungssystemen, die dann auch einen gewaltigen Produktivitätssprung möglich gemacht haben, der dann dafür verantwortlich war, dass die Wachstumsraten seitdem auch in die Höhe geschossen sind. Und damit diese Wachstumsraten überhaupt zustande kommen konnten, musste also investiert werden. Und investiert wird dann, wenn man Investitionsgüter hat oder erzeugt. Und diese Erzeugung von Investitionsgütern vollzieht sich in der Produktionsmittelindustrie, die es zuvor fast gar nicht gegeben hat. Nun aber seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entsteht und dann auf einmal Investitionszyklen eine Rolle spielen, denn Investitionsgüter werden nicht für den tagtäglichen Verbrauch erzeugt, sondern die operieren dann viele Jahre als Maschinen, als Fabrikgebäude und dergleichen mehr und müssen dann irgendwann einmal auf einen Schlag auch erneuert werden, sodass es dann zu einem plötzlichen Aufschwung kommt, zu einer plötzlichen Belebung der Wirtschaftstätigkeit und irgendwann flacht die dann natürlich ab. Also entstehen wirtschaftliche Zyklen seit dieser Zeit. Und seitdem gibt es dann eben auch Theorien, die sich mit diesen wirtschaftlichen Zyklen beschäftigen. Konjunkturtheorien werden sie manchmal genannt, Krisentheorien nennen die anderen sie vielleicht, Zyklentheorien. Noch andere. Und dann stellt sich die Frage, woran liegen diese Zyklen? Und solange die Landwirtschaft die wichtigste Grundlage der Wirtschaftstätigkeiten war, wurde dann eben der Versuch gemacht, diese Zyklen mit Erntezyklen, mit Wetterzyklen, also das Klima spielte damals auch schon eine gewisse Rolle, zu erklären. Aber das war alles sehr unbefriedigend und so kam man dann auf den Trichter, dass dies etwas mit der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Funktionsweise zu tun haben müsste. Und um es nur sehr kurz anzudeuten, man kann dann herausfinden, die Krisen liegen an zu geringer Nachfrage, die Menschen kriegen einen zu geringen Lohn,
weil sie ja ausgebeutet werden in einer kapitalistischen Wirtschaft. Und wenn sie zu wenig Lohn haben, ist auch die Nachfrage zu gering, dann kommt es zur sogenannten Unterkonsumption. Und daran liegen die, das sind die Ursachen dann auch für die Krisen, die mit regelmäßiger Zyklizität dann immer wiederkehren. Oder man kommt andersherum zu der Auffassung, dass es die Überproduktion ist, nicht die Unterkonsumption, sondern die Überproduktion, die zu Krisen beitragen. Und das kann man dann genauer betrachten, auch empirisch betrachten. Und dann kommt man zu der Feststellung, nicht der große österreichische Ökonom, der in die USA ausgewandert ist, Josef A. Schumpeter, getroffen hat in seinem zweibändigen Werk über die konjunkturellen Krisen, wo er dann sagt, ja, also das eine Mal hat die Unterkonsumptionstheorie die Palme des Sieges davon getragen, das andere Mal war es eher die Überproduktionstheorie, wenn man es denn empirisch betrachtet und in den historischen Ablauf stellt. Und dagegen sagen dann Krisenanalytiker, die sich auf die Marx'sche Theorie eher berufen, ja, das ist alles sehr richtig, aber wie soll man mit der Unterkonsumption die Krisen erklären, denn immer werden die Kapitalisten versuchen, möglichst stark die Löhne wegen der Kosten, die sie verursachen, zu senken, also Unterkonsumption herbeizuführen. Mal funktioniert das und bringt keine Krisen hervor und mal funktioniert es nicht. Also muss das doch auch andere Ursachen haben als die Unterkonsumption. Und daher wird der Versuch gemacht, dann eben die Krisen im Zusammenhang der kapitalistischen Akkumulationsdynamik zu untersuchen und zu verstehen im Zusammenhang mit den Profiten und den Schwankungen dieser Profite, die dann dazu führen, dass eben mal, wenn die Profite gut sind, viel investiert wird und wenn die Profite schlecht sind, weniger investiert wird. Das eine Mal also die Beschäftigung steigt und damit auch die Nachfrage nach Konsumgütern und das andere Mal die Beschäftigung zurückgeht, Arbeitslosigkeit entsteht und damit natürlich auch die Nachfrage ausfällt und zu einer Krise dann beiträgt. Also es gibt verschiedenste Analysen der Krise als solche konjunkturellen Krisen. Aber es gibt nicht nur konjunkturelle Krisen in der kapitalistischen Entwicklung, das hat man dann auch sehr schnell schon herausgefunden. Es gibt auch strukturelle Krisen. Es gibt Krisen von kurzer Dauer und es gibt Krisen von längerfristiger Dauer. Es gibt Zyklen, die alle 3 Jahre auftreten oder Zyklen, die so alle 7 bis 11 Jahre etwa auftreten. Und es gibt Zyklen, die eine viel längere Dauer haben, 30, 40, 50 Jahre. Dies herausgefunden zu haben und auch systematisch analysiert zu haben und den Versuch gemacht zu haben, in ein Verhältnis zu setzen und dies dann eben auch integral zu erklären, das ist auch ein Verdienst des von mir schon erwähnten Josef Alois Schumpeter. Und seitdem wissen wir auch, dass die wirtschaftliche Entwicklung in kapitalistischen Gesellschaften eben schwankt über den Zeitraum so um die 10 Jahre herum, etwas grob. Nicht immer sind es 10 Jahre, manchmal weniger, manchmal etwas mehr. Und gleichzeitig diese langen Wellen existieren, die vor allen Dingen zurückgeführt werden auf technologische Sprünge in der Entwicklung. Vom Dampfzeitalter zum Elektrizitätszeitalter, von dem Eisenbahnzyklus, der einige Jahrzehnte im 19. Jahrhundert gedauert hat, zu dem Automobil, das die Zyklizität in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmte, zum Internet und zu den Informationstechnologien unserer Zeit und vielleicht
wird eine nächste lange Welle, so sagen es manche, eben auf den Life Sciences, also den Lebenswissenschaften wie Biochemie und dergleichen mehr beruhen und neue Technologien dann eben hervorbringen, die auch neue Investitionen, neue Gebäude, neue Arten der Kommunikation verlangen. Und das alles verlangt dann auch entsprechende Investitionen, die dann einen neuen Aufschwung geben können. Und wenn diese Investitionen dann in Bereiche gehen, die wir als grün bezeichnen können, also zum Klimaschutz oder alternative erneuerbare Energien oder die Artenvielfalt nicht belasten, dann sprechen wir davon, dass dies Investitionen sind, die ja auch so etwas wie einen grünen New Deal begründen. Und das ist etwas, was man dann auch politisch unterstützen könnte. Ich werde noch darauf hinweisen, dass dies eine große Illusion ist. Nun, das ist die eine Dimension, also die verschiedene Dauer der Zyklen, dann auch die verschiedene Tiefe der Zyklen und die manchmal illusionären Hoffnungen auf eine lange Welle, dass es dann auch einen langen Aufschwung geben könnte auf neuer technologischer Grundlage. Aber es gibt auch andere Betrachtungsweisen, die sehr wichtig sind und die geschichtsmächtig geworden sind, nämlich die Betrachtung der kapitalistischen Entwicklung, unterbrochen von Umbrüchen, von Transformationsprozessen, wo dann also ein Stadium des Kapitalismus auch in ein anderes Stadium übergehen kann. Das ist sehr verbreitet unter den Ökonomen. Sombart beispielsweise, ein großer Wirtschaftshistoriker, hat unterschieden zwischen dem Frühkapitalismus, einem reifen Kapitalismus, einem Spätkapitalismus. Ernest Mandel, aus einer ganz anderen politischen und auch wissenschaftlichen Richtung kommend, hat sein wichtigstes Werk in den 70er Jahren über den Kapitalismus seiner Zeit mit Spätkapitalismus betitelt. Also auch hier die Vorstellung, dass es etwas wie einen frühen, einen reifen, einen späten, überreifen Kapitalismus geben könne. Das steckt natürlich so ein bisschen, ob explizit oder implizit, sei jetzt mal dahingestellt, so eine organizistische Vorstellung von jung sein und dynamisch sein und alt werden und dann nicht mehr so dynamisch sein, dann dahinter. Und das ist irgendwie eine Alliteration, also eine Vorstellung, die eigentlich in Sozialwissenschaften nichts zu suchen hat. Und dennoch spielt sie eine große Rolle. Aber auch bei Marx selbst finden wir eine solche Stadieneinteilung des Kapitalismus, wenn man so will. Wer das Kapital mal gelesen hat, einige werden da vielleicht mal einen Blick hineingeworfen haben, manche vielleicht sogar richtig gelesen, ich weiß es nicht, der weiß oder sie weiß, dass Marx zwischen der Manufakturperiode des Kapitalismus und der großen Industrie etwa unterscheidet. In der Manufaktur ist das Prinzip der Arbeitsteilung in der lebendigen Arbeit selbst noch angelegt. Das heißt, die Arbeitsteilung hängt davon ab, wie die Menschen, die einzelnen Arbeiter, der subjektive Faktor des Produktionsprozesses qualifiziert ist, was die können, wie die zusammenarbeiten. Da ist also noch sehr viel Subjektivität des Arbeiters oder der Arbeiterklasse mit drin enthalten und bestimmt die Art und Weise der Arbeitsteilung und damit auch die Art und Weise, wie produziert wird und mit welcher Produktivität produziert werden kann. Und um sich unabhängig zu machen von dieser Bedingtheit der Produktivitätssteigerung durch die Qualifikation und Leistungsfähigkeit und die Teilung der Arbeit innerhalb der Arbeiterschaft, um sich davon unabhängig zu machen, wird das alles dann in die tote
Arbeit, in die Maschinerie, in das, in der Marx'schen Terminologie, in das konstante Kapital verlagert und sozusagen dann in der Struktur des konstanten Kapitals angelegt, das nicht widerständig ist wie die Arbeiterklasse, sondern voll, weil auch die Eigentumsfrage eindeutig für das Eigentumsrecht und daher das Bestimmungsrecht des Kapitals über die Produktionsmittel bestimmt, kann der Kapitalist also nun auch die Arbeitsteilung und damit das Produktivitätswachstum ziemlich autonom, ohne auf die Arbeitskraft Rücksicht zu nehmen, bestimmen. Das ist also nicht nur Produktivitätssteigerung, sondern auch Herrschaftssicherung, die also dazu führt, dass hier also von dem einen Stadium der Manufakturperiode in ein anderes, nämlich das der großen Industrie, übergegangen wird. Und Marx selbst hat das allenfalls angedeutet, aber ausgearbeitet hat es vor allen Dingen Alfred Sohn Rethel, ein Theoretiker aus dem Umkreis der Frankfurter Schule in den 40er und 50er Jahren, in seinem Buch über geistige und körperliche Arbeit. Er hat nämlich versucht zu zeigen, wie dann innerhalb der wissenschaftlichen Betriebsführung von Taylor und Gilbreth und so weiter, dann eben auch eine Rationalisierung Platz greift, die sowohl die tote Arbeit, die Produktionsmittel, die Fabriken erfasst, als auch den subjektiven Faktor, die Arbeiterklasse und auch die geistige Arbeit, die in der Wissenschaft verselbstständigt ist, die dann auch damit eingebunden wird. Und dieses System ist dann in den Sozialwissenschaften für diejenigen, die sich damit ja schon beschäftigt haben, nichts Neues, als Fordismus bezeichnet worden. Fordismus ist der Versuch, eben diesen Komplex von geistiger und körperlicher Arbeit in der Fabrik zu organisieren und so auf eine Art und Weise dann zu organisieren, dass Entsprechungsverhältnisse zustande kommen zwischen dem, was da produziert wird und dem, was da nachgefragt wird. Dann gehört also auch die Nachfragesteuerung auf jeden Fall dazu. Also Brüche, Umbrüche, Transformationen, die also auch entsprechende Entwicklungsphasen und Stadien des Kapitalismus begründen können. Und dies also auf eine recht einsichtige Art und Weise dann auch tun. Und deshalb ist es kein Wunder, dass dieses Schema von der Manufaktur über die Großindustrie zum Fordismus ja eine weite Verbreitung innerhalb der Sozialwissenschaften gefunden hat. Es gibt also, man könnte fast sagen, so die Interpretation des modernen Kapitalismus als eine fordistische Organisationsform ist sehr weit verbreitet. Sie hat auch bis nach Wien gefunden, nicht? Also Uli Brandt, der ja hier an der Universität lehrt, und Werner Raser und viele andere haben ja ein Buch herausgegeben, Fit für den Postfordismus, das ja vor 2 oder 3 Jahren hier in Wien also gestaltet worden ist, wenn es auch in einem deutschen Verlag erschienen ist. Das spielt aber keine große Rolle. Nun, diese Phaseneinteilung hat natürlich noch andere Dimensionen, auch die räumliche, nicht nur die zeitliche, der temporären Aufeinanderfolge von verschiedenen kapitalistischen Systemen, von der Manufaktur vor dem 18. Jahrhundert zum Fabriksystem im 19. Jahrhundert, zum Fordismus im 20. Jahrhundert und am Ende des 20. Jahrhunderts in das, was unscharf als Postfordismus bezeichnet wird, weil niemand genau erklären kann, worin der eigentlich dann im Einzelnen bestehen soll. Aber es gibt auch die räumliche Auseinanderdividierung von verschiedenen Kapitalismen und das kann man mit dem Begriff des Kolonialismus belegen, des Imperialismus und heute auch mit dem der Globalisierung. Auch das unterschiedliche Kapitalismen,
die man sehr schön unterscheiden kann und vielleicht auch unterscheiden muss. Und weil also Kapitalismus, wenn man so analysiert, nicht etwas ist, was überall sich selbst ähnlich ist, sondern Unterschiede aufweist, gibt es inzwischen auch eine ganze Richtung in den Sozialwissenschaften, vor allen Dingen in der politischen Wissenschaft, die sich vergleichende Kapitalismusforschung nennt, sich mit den Varieties of Capitalism beschäftigt, aber dies zumeist unter dem Aspekt tut, welche institutionellen Arrangements sind es, die ein bestimmtes Land besonders wettbewerbsfähig, besonders ökonomisch erfolgreich macht? Und ist es möglich, dieses Arrangement dann auch in den weniger erfolgreichen Ökonomien zu kopieren oder aber doch davon in gewisser Weise jedenfalls zu lernen? Ob das eine sehr sinnvolle Herangehensweise ist und ob da vernünftige Antworten auf die Frage, ob man davon lernen kann, geben wird, kann man Fug und Recht bezweifeln. Dennoch spielt es eine große Rolle. Und manche werden sich jetzt auch erinnern an das, was Marx im Vorwort zum ersten Band des Kapitals schreibt, wenn er den deutschen Lesern nachruft oder zuruft: Wenn ich hier über den Kapitalismus schreibe und fast nur Beispiele aus Großbritannien, aus England anführe, dann bedenke, lieber deutscher Leser, doch DT Fabula Narratur. Deine Geschichte wird hier erzählt. Zwar erlebst du diese Geschichte nicht heute im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, wie die Engländer, die sind nämlich weiterentwickelt als ihr zurückgebliebenen Deutschen, aber es wird euch auch sozusagen bevorstehen, was ich hier über England herausfinde. Das sind allgemeine Gesetze, die ich hier herausfinde, die auch für euch Gültigkeit haben, auch wenn ihr noch nicht so weit seid. Daran hat sich ja auch eine sehr weitgehende Kontroverse angeschlossen, die immer die Frage aufgeworfen hat, ist das nicht eine modernisierungstheoretische Aussage, die Marx hier trifft? Ist es so, dass alle Länder so den Weg zu gehen haben, den im 19. Jahrhundert Großbritannien vorausgegangen ist? Gibt es nicht auch andere Wege der kapitalistischen Entwicklung? Und Marx selbst hat darauf auch Antworten gegeben, etwa in den Briefen an eine russische Volkstümlerin Vera Sasulitsch. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, darüber können wir morgen vielleicht sprechen. Das Wichtige hierbei ist erstens, dass es also durchaus unterschiedliche Organisationsformen der kapitalistischen Produktionsweise oder Gesellschaftsformation gibt, nicht nur eine, dass diese also sich im Verlauf der Geschichte entwickelt und dass die auch innerhalb der Welt unterschiedliche Ausprägungen besitzt, denn die Geschichte, die hat nicht erst begonnen, seitdem der Kapitalismus existiert, sondern viel früher. Und das, was früher in der Geschichte entwickelt worden ist, spielt auch heutzutage in den einzelnen Gesellschaften noch eine Rolle. Dennoch kann man feststellen, dass es sozusagen Gemeinsamkeiten gibt innerhalb der kapitalistischen Entwicklung, die sehr bedeutsam sind. Das sind vor allen Dingen die Entwicklungen, die Karl Polanyi, der österreichisch-ungarische Historiker, der auch nach England und dann später in die USA emigrieren musste, im Jahre 1944 in seinem Hauptwerk als die große Transformation, the Great Transformation, zur Marktwirtschaft bezeichnet hatte. Und diese große Transformation verortet er im 18. Jahrhundert in England, im 18., 19. Jahrhundert in England als den Übergang zu einer Marktwirtschaft. Er fügt hinzu, war er nicht blind, er war Historiker, Ethnologe auch, er fügt hinzu, Märkte hat es schon lange vorher
gegeben in der Geschichte. Die sind nicht erst im 18. Jahrhundert entstanden, aber entbettete Märkte, die hat es nicht gegeben. Und das Neue im Kapitalismus besteht einfach darin, dass sich die Märkte aus der Gesellschaft entbetten. Und heute müssen wir hinzufügen, nicht nur aus der Gesellschaft entbetten sie sich, sondern auch aus der Natur. Und sie entbetten sich und in einem historischen Prozess, der durchaus seine Akteure besitzt, die diesen Entbettungsprozess betreiben, weil das auch in ihrem Interesse liegt. Sie embedden sich also aus Natur und Gesellschaft, um dann aber umgekehrt ihnen als Fetisch, so würde Marx das analysieren, beziehungsweise, so sagen wir heute, als Sachzwang gegenüberzutreten. Auf einmal sind die Märkte Sachzwänge oder transportieren Sachzwänge, denen die Gesellschaften, denen auch die Natur zu gehorchen hat. Sie sind ihnen untergeordnet. Das ist sozusagen die Kehrseite dieses Entbettungsprozesses. Und diese Entbettung von Märkten wird zu einer Teufelsmühle, so beschreibt Polanyi es, insbesondere auf drei Märkten. Ja, und unterscheidet nämlich verschiedene Typen von Märkten. Einmal die Märkte für den ordinären Warenpöbel, wie Marx das bezeichnet hatte. Das sind die Märkte für die Waren des täglichen Bedarfs, auch für Produktionsmittel unter Umständen. Aber es gibt drei Märkte, die qualitativ unterschiedlich sind und eine größere Bedeutung besitzen. Und das ist auf der einen Seite der Arbeitsmarkt. Wenn die Arbeitskraft zur Ware gemacht wird, dann ist dies etwas, was also ein historischer Einschnitt von ungeheurer Bedeutung ist. Und zum anderen ist es neben der Ware Arbeitskraft dann auch, wenn die Natur zur Ware gemacht wird, wenn es also, wenn Naturparzellen als Grundstücke etwa gehandelt werden und schließlich auch, wenn das Geld zur Ware wird, auf Devisenmärkten, auf Währungsmärkten und dergleichen mehr. Und der Witz besteht darin, im Vergleich zu dem ordinären Warenpöbel, diese Waren auf diesen drei Märkten, die werden nicht von den Kapitalisten, von den Wareneigentümern, die mit den Waren auf den Märkten handeln, produziert. Sie müssen nicht produziert werden. Die wahre Arbeitskraft wird woanders produziert, nicht von denjenigen, die diese Ware zum Markte tragen. Das sind zumeist die Arbeiter dann selbst. Sondern sie werden produziert in Haushalten, von den Frauen vor allen Dingen. Und die Ware, die da herauskommt, oder das, was da herauskommt, zur Ware gemacht, wird dann einem Markt unterworfen, der mit der Produktion eigentlich gar nichts zu tun hat. Und bei der Natur ist es genau das Gleiche. Die Natur ist auch keine Ware von Natur aus, von sich aus, sondern wird zu einer Ware durch Eigentumsrechte, die mit Gewalt aufgesetzt werden, eben dann gemacht und dann auf den Markt geworfen und verscherbelt. Und beim Geld ist es auch so, das ist auch keine Ware, die irgendwie produziert werden muss, sondern etwas, was auch mit Hilfe des Staates und der Rechts- und Gesetzeskraft der staatlichen Institutionen überhaupt erst so auf den Markt geworfen werden kann, dass dies gehandelt wird. Und wenn das dann der Fall ist, dass Waren, die eigentlich gar nicht als Waren produziert worden sind, zu Waren gemacht werden und dann der Markt sie steuert, dann ist das eine Teufelsmühle. Denn die wahre Arbeitskraft etwa wird vernutzt, sie wird überausgebeutet, wenn sie als Ware auf den Markt geworfen wird, und dann wird es notwendig, diese Ware zu schützen. Das ist der Grund dafür, dass es dann den Sozialstaat gibt als Schutzmechanismus gegen die Überausbeutung. Beim Geld genauso. Wenn das Geld also auf dem Markt gehandelt wird und dann eben Währungskrisen auftreten als Beispiel, muss das eben auch geschützt werden durch entsprechende staatliche Politik, auch durch Institutionen, die durch den Staat dann nur gesetzt werden können, wie etwa die Zentralbank. Zentralbanken haben wir erst seitdem das Geld zur Ware gemacht worden ist, vorher nicht. Und Zentralbanken haben wir eigentlich auch erst als nicht nur
ein bestimmtes Metall als Gold oder Silber zur Ware gemacht worden ist, zur Geldware gemacht worden ist, sondern Papierzettelchen, die als Geld dann eben zirkulieren und ihr nicht intrinsischer Wert, sie sind wertlos für sich genommen, ihr nicht intrinsischer Wert, aber durch eine externe Institution, nämlich durch die Zentralbank und deren Politik gewährleistet werden muss. Und bei den Grundstücken ist es auch so, dass wenn Grundstücke auf den Markt geworfen werden, dann hat das also auch ganz negative Folgen für die ökologische Entwicklung, um es abgekürzt auszudrücken. Das ist also das große Problem, dass mit der Entbettung des Marktes eben dann auch die wichtigsten drei Waren, wenn man so will, die eigentlich keine Waren sind, dann eben auch dem Kapitalverhältnis unterworfen werden und in diesem Kapitalverhältnis in seiner Entwicklung dann auch ausgesetzt sind. Entbettung heißt nämlich dann auch Privatisierung, wenn etwas zur Ware gemacht wird, also kommodifiziert wird, wie das mit dem schönen Wort immer bezeichnet wird, dann setzt das Privatisierung voraus, erfordert dies Privatisierung, Entstehung von Privateigentum, Gewährleistung des Privateigentums. Und es wird obendrein dann in diesem Kontext dann auch dazu führen, dass wenn etwas vermarktwirtschaftlicht wird, die Liberalisierung und Deregulierung von Politik als Maßnahme dann dazukommt. Und an dieser Stelle wäre es möglich, auf die Kommodifizierungstendenzen von Natur und Arbeitskraft und Geld dann genauer einzugehen. Das würde aber die Zeit überbeanspruchen. Ich erinnere nur daran, dass vor einigen Jahren in Deutschland gibt es immer so die Einrichtung, dass einmal im Jahr das Unwort des Jahres ausgerufen wird von einer deutschen Sprachakademie. Und es wird wahrscheinlich in Österreich auch wahrgenommen, was da als Unwort bezeichnet wird. Und vor einigen Jahren war das Unwort des Jahres eben das Humankapital. Das heißt, der Mensch wird dann als Kapital gesehen oder Naturkapital. Die Natur wird als Kapital gesehen und die Natur als Dienstleistungslieferant wird dann eben für ihre Dienstleistungen, die sie liefert, dann auch bezahlt. Und da gibt es ein ganzes Projekt von Weltbank und auch von einigen anderen Banken, die The Economics of Environment and the Biosphere entwickelt haben, abgekürzt TEEB, T-E-E-B, wo also genau diese Kommodifizierung und Monetisierung von Natur und Mensch eben zu einem ökonomisch-gesellschaftlichen Projekt wird. Das ist also das Problem, mit dem wir also heute auch konfrontiert sind. Die Entbettung war nicht eine Erscheinung, die im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert schon anfing und dann auch abgeschlossen war, sondern eine permanent fortgesetzte Geschichte, die bis heute weitergeht und eine große Auseinandersetzung mit sich bringt, die dann eben auch genauer analysiert werden muss. Ja, und in dem Zusammenhang ist es vielleicht notwendig, auf die prinzipiellen oder die tieferen Gründe für diese Entbettungstendenzen und ihre Dynamiken einzugehen. Sie haben nämlich mit der Entwicklungsdynamik des Kapitalismus zu tun, die insbesondere von Marx als ein Akkumulationsprozess mit doppeltem Charakter bezeichnet worden ist. Diejenigen, die sich mit Marx etwas vertraut gemacht haben, werden wissen, dass er gleich zu Beginn des ersten Bandes des Kapital
sehr stolz sich auf die Schulter klopft und sagt, nicht, dass der Springpunkt der politischen Ökonomie der Doppelcharakter der Arbeit ist und dass er diesen Doppelcharakter entdeckt hat, beziehungsweise ihn für seine Analyse der kapitalistischen Dynamik nutzbar gemacht hat. Und dieser Doppelcharakter besagt, dass jeder ökonomische Prozess immer zweierlei ist. Erstens ein Prozess der Transformation von Stoffen und Energien und zum anderen ein Prozess der Verwertung von vorgeschossenem, investiertem Kapital. Wer investiert, ist ein Investor, wie wir aus der Tagespresse wissen. Und Investoren wollen eine Rendite. Sie wollen also einen Zuwachs des Investierten. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite, damit sie das überhaupt erreichen können, ist, dass also Stoffe und Energien transformiert werden, in Gebrauchswerte verwandelt werden, die man dann also zur Befriedigung von irgendwelchen Bedürfnissen auch auf den Markt werfen kann. Ohne diese Bedürfnisbefriedigung findet ja ein Marktprozess überhaupt nicht statt oder fast nicht statt oder nur unter bestimmten Bedingungen statt. Also dieser doppelte Charakter ist also von größter Bedeutung und dieser doppelte Charakter, der besagt bereits, dass es in jeder Krise nicht nur eine Krise der Verwertung geben kann, sondern es ist dann immer auch eine Krise der Transformation von Stoffen und Energien. Das heißt, eine reine ökonomische oder monetäre oder finanzielle Krise ohne Auswirkungen auf die Naturbedingungen gibt es eigentlich gar nicht. Und die Krise der Natur umgekehrt hat auch immer ihre Rückwirkungen, ihre Reflexe in den Wertbeziehungen, also in der Ökonomie, in der ökonomischen Sphäre. Ja, diese Stoff- und Energietransformationen, da müsste man jetzt genauer analysieren, könnte man mit der thermodynamischen Physik herangehen, wie das von manchen Ökologen ja auch meines Erachtens völlig zu Recht so gemacht wird. Und dann wird man feststellen müssen, in diesen Prozessen werden zwar Gebrauchswerte hergestellt, die in der Lage sind, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Gleichzeitig wird aber unabdingbar in diesem Prozess auch Abfall produziert, Müll und Abgase und Abwasser. Also wir verändern die natürlichen Sphären des Planeten Erde. Und das ist unvermeidbar. Die Entropie, so sagen es dann die Thermodynamiker, die Entropie in diesem Prozess steigt unweigerlich an. Und weil dem so ist, deswegen können wir überhaupt nur Zeit wahrnehmen und unterscheiden, nämlich die Zeit ist gerichtet. Sie ist also gerichtet von einem Zustand höherer Ordnung, geringerer Entropie in einen Zustand geringerer Ordnung und höherer Entropie. Energie wird in diesem Prozess nicht vernichtet. Man kann Energie nämlich gar nicht vernichten, aber sie wird in ihrer Qualität verändert. Sie ist nicht mehr in der Lage, Arbeit zu leisten. Das Fass Öl, das uns die Energie vermittelt, um von Berlin nach Wien beispielsweise zu fliegen, was ich heute gemacht habe, nicht, das ist weg, ist verbraucht, vernutzt, es hat Arbeit geleistet, hat mich mobil gemacht, aber es ist natürlich noch vorhanden. Es ist vorhanden in der Form von CO2 in der Atmosphäre und in Form von anderen Schadstoffen auch in der Atmosphäre und vielleicht nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch auf den Böden dieses Planeten Erde. Mit anderen Worten, die Qualität verändert sich im Zeitablauf in diesen stofflich-energetischen Transformationsprozessen. Das ist also wichtig zu wissen. Und die Qualität verschlechtert sich. Denn dieses Fass Öl, das ich verbraucht habe, kann ich nicht ein zweites Mal für eine Reise von Wien nach Berlin oder umgekehrt verwenden. Das ist nicht möglich. Das weiß jedes Kind heutzutage.
Aber die Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind, die sind gar nicht kindisch, die sind nämlich ganz bedeutsam, auch politisch ganz bedeutsam. Denn wir müssen uns erstens die Frage vorlegen, warum machen wir so etwas, dass wir also die Qualität von Stoffen und Energien in diesen Prozessen der Akkumulation von Kapital verschlechtern, dass sie uns nicht mehr das Vergnügen bereiten, wie das zuvor der Fall war. Und wir machen es deshalb, so sagt es einer der Begründer der thermodynamischen Ökonomie, nämlich Nicolae Ceaușescu Rögen, ein Rumäne, der in Frankreich und später auch in den USA gelehrt hat, 1993 gestorben ist. Nicolae Ceaușescu Rögen sagt, wir machen das wegen des Enjoyment of Life, wegen der Lebensfreude. Denn wir haben etwas davon, die Gebrauchswerte, die unsere Bedürfnisse befriedigen, wie also Karl Marx sagen würde. Und wir müssen uns also mit den Bedürfnissen der Menschen beschäftigen. Manche sind völlig gerechtfertigt, da reden wir überhaupt nicht drüber. Andere halten wir nicht für so gerechtfertigt. Aber das, was dann herauskommt, auf unvermeidbar, das ist eben Abfall, das ist Müll, das ist Abluft, das sind klimarelevante Treibhausgase, also alles das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Aber wir müssen den Prozess eben nicht nur von dieser stofflich-energetischen Seite betrachten, sondern es wird ja auch dabei eben Kapital verwertet. Die zweite Seite dieses Doppelcharakters. Es wird nach Profit gegiert, nicht? Die Gier ist ja als eine über die Bedürfnisbefriedigung hinausgehende Aneignungsweise eben zum Thema geworden in der Finanzkrise. Also es ist also auch das Streben nach Profit, das also den Prozess steuert. Und man könnte vielleicht sagen, es ist gar nicht so sehr Enjoyment of Life, das den Prozess am Laufen hält, als vielmehr die Notwendigkeit, Profit zu erzielen. Nun finden wir aber, wenn wir das jetzt genauer betrachten, dann sehr schnell heraus, zwischen diesen beiden Seiten gibt es eine Menge von Konfliktpunkten. Beispielsweise sind die Stoff- und Energietransformationen, die wir beobachten, qualitative Prozesse, an deren Resultat die Entropie angestiegen ist. Ich kürze jetzt gewaltig ab. Aber auf der Verwertungsseite haben wir es mit Quantitäten zu tun, nicht mit Qualitäten. Da vergleicht sich nämlich die gleiche Summe Geldes, das vom Investor vorgeschossene Kapital von, sagen wir mal, 100.000 Euro, nicht? Der will also 110.000 Euro daraus holen, eine quantitativ größere Menge. Das ist ein quantitativer Prozess und kein qualitativer. Das ist also ein ziemlich gewaltiger Unterschied. Zum anderen, die Prozesse bei der Stoff- und Energietransformation sind irreversibel. Nicht das einmal verbrauchte Öl existiert nicht mehr als Öl, das ich nochmal benutzen könnte weiter. Es existiert weiter als CO2 und so weiter. Und daher muss ich diese Irreversibilität eben in Rechnung stellen, während ich umgekehrt bei der Verwertungsseite genau die Reversibilität in Rechnung stellen muss. Denn die Investoren, die eine Summe Kapital in eine Fabrik stecken, um Profit zu erzielen, die wollen die Summe Kapital ja zurückhaben, und zwar vermehrt wollen sie sie zurückhaben. Und infolgedessen heißt ja auch im Englischen Profit völlig zu Recht als Returns on Capital. Nicht, das ist die Rückkehr zum Kapital. Die Reversibilität ist also im Begriff schon enthalten, und das ist also auf der stofflich-energetischen Seite überhaupt nicht der Fall. Und es kommt noch etwas hinzu: die auf der Verwertungsseite die reversiblen und quantitativen Prozesse sind auch zyklische Prozesse. Das heißt, sie haben Höhen und Tiefen, und die Tiefen bezeichnen wir ja in aller Regel, wenn sie denn tief genug sind, genau als diese Krise. Auf der stofflich-energetischen Seite haben wir es auch mit zyklischen Bewegungen zu tun, aber wir haben vor allen Dingen es mit kumulativen Bewegungen und Prozessen zu tun. Da sammelt sich etwas an, oder aber Bestände werden geringer. Kumulativ
hat eine positive und eine negative, negatives und ein positives Vorzeichen. Nicht? Ich kann das Öl vernutzen, verbrennen und dann ist in den Lagerstätten dieser Erde weniger Öl vorhanden als zuvor. Und auf der anderen Seite kumulieren sich jetzt mit dem positiven Vorzeichen die CO2-Partikel in der Atmosphäre. Sie waren mal in der vorindustriellen Zeit 280 bezogen auf 1 Million Luftpartikel. Nicht 280 CO2 in der Luft, heute sind es 400. Im Mai wurde zum ersten Mal auf dem Mauna Loa in Hawaii, dem Vulkan, wo eine große Wetterstation ist, wurden 400 ppm, also parts per million, CO2 gemessen. Und die Meteorologen sagen, nicht, also mehr als 350 dürften es eigentlich gar nicht sein, wenn wir das Klima stabilisieren wollen. Und wir sind also bei 400. Und einige sagen, na gut, also die Natursysteme auf Erden sind flexibel und vielleicht können wir uns auch 450 noch erlauben, aber mehr sollten es nicht sein. Aber die Tendenz geht in Richtung 450 und darüber hinaus. Mit anderen Worten, das sind kumulative Prozesse. Die gibt es zwar auch in der Ökonomie auf der Verwertungsseite, da wird Kapital auch akkumuliert als Machtfaktor. Die Konzerne werden immer größer, wir werden Weltkonzerne und damit wird auch Macht akkumuliert. Aber diese Kumulation auf der Seite der Natursphären oder Naturressourcen ist inzwischen eine bedeutsamere, weil Kumulation heißt, irgendwann erreicht man auf einem begrenzten Planeten oder auf einem Planeten, wie es Immanuel Kant so schön sagt, mit begrenzter Kugelfläche, erreicht man dann eben so den Kipppunkt, die Tipping Points, wie die Naturwissenschaftler sagen. Dann überschreitet man auf einmal Grenzen, die man besser nicht überschreiten sollte. Und das ist eben ein Ausdruck von einer Krise, die jetzt nicht mehr nur ökonomisch ihre Konsequenzen zeitigt, sondern die nicht nur die Natur schädigt, sondern die also die planetarischen Größenordnungen inzwischen so verändert, dass also die Überlebensfähigkeit des Planeten Erde durchaus zur Disposition steht. Und inzwischen wird ja aus diesem Grunde auch von Planetary Boundaries gesprochen. Und die Naturwissenschaftler, die ein Manifest sozusagen zu den Planetary Boundaries im Jahre 2009 schon veröffentlicht haben, sehr bekannte Naturwissenschaftler, darunter eine ganze Reihe Nobelpreisträger, sagt der Nobelpreis inzwischen nicht mehr allzu viel, aber dennoch, ich habe dann auf drei Ebenen schon die Planetary herausgefunden, dass die planetarischen Grenzen inzwischen schon überschritten sind, die Tipping Points, die Kipppunkte also schon erreicht worden sind, und zwar bei dem Klimawandel, bei dem Verlust der Artenvielfalt und im Stickstoffzyklus auf Erden. Und es gibt noch viele andere Planetary Boundaries, wo man sich noch im grünen Bereich bewegt, aber immer mit der Tendenz, in den orangenen oder in den roten Bereich dann hinein zu geraten. Also wir müssen also, wenn wir von multipler Krise reden, wenn wir von der Vielfalt der Krisenerscheinungen reden, müssen wir auch den inneren Zusammenhang sehen. Und der innere Zusammenhang ist eben dieser Doppelcharakter, der eigentümlich ist für jeden kapitalistischen Akkumulationsprozess. Es ist immer zugleich und unwiderruflich ein Prozess der Stoff- und Energietransformation mit den kumulativen, irreversiblen Effekten. Das ist nun einmal so, da können wir gar nichts dran ändern, auf der begrenzten Kugelfläche des Planeten Erde, und gleichzeitig ein Prozess der quantitativen Verwertung und daher der quantitativen Steigerung, also auch dem Wachstum der Ökonomie, das also diesen Grenzen
dass diese Grenzen immer dazu tendiert, zu überschreiten. Und da stellt sich natürlich die Schlussfolgerung auch für uns wieder ganz aktuell, die Immanuel Kant aus seiner Feststellung von der begrenzten Kugelfläche des Planeten Erde gezogen hat. Er sagte nämlich, ja, auf einer begrenzten Kugelfläche, da brauchen die Menschen Regeln, damit sie sich also gesellen können, ohne miteinander in Konflikt zu geraten, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Und das ist die Voraussetzung für den kategorischen Imperativ, den er entwickelt hat. Verhalte dich so, dass also alle, wenn sie es denn wollen, sich auch so verhalten können, ohne sich wechselseitig auf die Füße zu treten oder schlimmer noch ins Gehege zu geraten. Nicht? Und das ist sozusagen der energetische Imperativ, den Hermann Scheer, deutscher Ökologe, der Chef von Eurosolar, leider ist er vor drei Jahren inzwischen gestorben, als energetischer Imperativ dann eben auch formuliert hat. Wir müssen also wegen dieser Begrenztheit an den schon überschrittenen Planetary Boundaries also da neue Regeln aufbauen, die also einzuhalten sind. Nun ist es aber leider so, dass dieser Doppelcharakter auch zu Verselbstständigungen beiträgt. Man sieht die ökonomische Krise eben als eine ökonomische Krise und nicht die andere Seite, dass sie zugleich auch eine ökologische Krise ist. Wie auch manche Ökologen die ökologische Krise beklagen, also den Klimakollaps befürchten, den Verlust der Artenvielfalt auf 1000 Webpages dann eben auch kritisieren und dergleichen mehr. Das findet man ja relativ leicht. Aber den Zusammenhang dann doch weitgehend ausblenden. Nur dürfen wir diesen Zusammenhang nicht ausblenden. Wir müssen ihn in Rechnung stellen. Wir müssen auch sehen, dass es wieder die Rede oder die Möglichkeit des Kollapses in den wissenschaftlichen Diskurs zurückkehrt. Vielleicht erinnern sich einige an die Diskussionen noch in den 20er und bis in die 30er Jahre hinein, also bis vor den Nazis, über den Zusammenbruch des Kapitalismus. Damals gab es eine breite Debatte. Henry Grossman hat sich daran beteiligt, Anton Pannekoek und viele, viele andere. Auch Rosa Luxemburg hat in diese Richtung argumentiert, nicht der Kapitalismus könnte zusammenbrechen oder wird zusammenbrechen. Und daraus ist dann die strategische Schlussfolgerung zu ziehen, dann kann ja nur noch der Sozialismus eigentlich als Alternative kommen. Dieser Diskurs ist nach dem Zweiten Weltkrieg völlig verschwunden. Den gibt es einfach nicht mehr. Und auch die radikalsten Kritiker der kapitalistischen Verhältnisse gehen davon aus, dass der Kapitalismus nicht zusammenbrechen wird. Es ist ein flexibles und elastisches Gesellschaftssystem, das auf seine eigenen Krisen immer auch zu reagieren vermag. Und im Übrigen, die Krisen selbst sind für die kapitalistische Gesellschaftsformation eine Art Jungbrunnen, in dem sich der Kapitalismus auch immer wieder verjüngen und erneuern kann. Das war der dominante Diskurs seit den 50er Jahren bis zur großen Weltwirtschaftskrise unserer Tage und bis zum Entdecken dieser Planetary Boundaries. Sie wissen alle, 1972 kam der erste Bericht des Clubs of Rome heraus über die Grenzen des Wachstums. Das waren Grenzen des Wachstums. Und die Schlussfolgerung war, wir müssen irgendwie versuchen, entweder grün zu wachsen, in Anführungszeichen, oder aber die Wachstumsrate auf einen Zustand des Steady State, also eines stationären Zustands zurückzufahren, Nullwachstum.
oder gar Degrowth, nicht eine Bewegung, die sich darum entwickelt hat, die also in diesem Jahr auch einen großen Kongress, Degrowth-Kongress in Leipzig Anfang September veranstalten wird, nicht ein Weltkongress, und das ist der vierte seiner Art, hat es also jetzt schon gegeben. Aber es war immer nur die Frage des Wachstums und dann weniger Wachstum, um die ökologische Krise bewältigen zu können. Das war nicht die Möglichkeit der planetarischen Grenzen in Rechnung zu stellen und die Möglichkeit, dass, wenn man sie dann überschreitet, Kipppunkte erreicht werden, an denen das System umkippt, an denen das System kollabiert. Nun haben wir aber von Seiten Ethnologen, Historikern, Klimaforschern, Physikern und so weiter inzwischen einen Diskurs über den Kollaps. Den Kollaps des Planeten Erde, der Natur auf dem Planeten Erde, dass er denn unbewohnbar wird für Menschen. Es gibt dieses Buch, das mit dem Titel Kollaps von Neil Diamond im Fischer Verlag als Taschenbuch vor einigen Jahren erschienen, wo also gezeigt wird, dass in der Geschichte der Menschheit schon viele Gesellschaften zusammengebrochen sind und nicht mehr existieren. Und das könnte uns auch passieren, wenn wir nicht aufpassen. Oder aber von den beiden Ehrlichs, nicht Mann und Frau, auch die Vorstellung, wir bewegen uns, wenn wir so weitermachen wie bisher, auf den Kollaps nicht nur des einen oder anderen Ökosystems, sondern der Lebensbedingungen für Menschen auf dem Planeten Erde zu. Das sind keine Ökonomen, keine Sozialwissenschaftler, das sind dann eben die Naturwissenschaftler, die jetzt von Kollaps reden. Sie reden nicht mehr von Zusammenbruch des Kapitalismus, sondern sie reden von Zusammenbruch der Natur des Planeten Erde. Und das ist viel dramatischer als der Zusammenbruch des Kapitalismus. Also ein neuer Diskurs kommt auf einmal jetzt ins Spiel, auf den wir natürlich versuchen müssen, auch Antworten zu finden. Antworten, die dann eventuell auch die Frage, die Alternative aufwerfen, was wollen wir lieber? Den Zusammenbruch des Kapitalismus oder den Zusammenbruch der Natur des Planeten Erde? Eine Frage, die keine hier im Saal wird beantworten wollen und auch beantworten können. Ich auch nicht. Aber wir müssen dennoch solche Fragen inzwischen aufwerfen. Man kann sie auch verdrängen. Und eine der Verdrängungsformen ist das, was auch in grünen Kreisen sehr beliebt ist, einfach die Schlussfolgerung zu ziehen. Schau doch mal in die Geschichte, da wirst du herausfinden, es gibt Grenzen des Wachstums, zweifelsfrei. Ob es planetarische Grenzen sind, die in keinem Fall überschritten werden müssen, sei dahingestellt. Aber Grenzen des Wachstums gibt es, aber man kann ja auch den Stier bei den Hörnern fassen und ihn dazu zwingen, die Grenzen wachsen zu lassen. Statt Grenzen des Wachstums, Wachstum der Grenzen also, als Schlussfolgerung. Tatsächlich, das ist die Cowboy-Mentalität natürlich, die Frontier, die erobert sein will, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch historische Beispiele. Nehmen wir nur eines. Im 18. Jahrhundert in Europa wurde in der Frühindustrialisierung Energie natürlich gebraucht. Auch für die Dampfmaschinen der ersten Generation brauchte man natürlich Energie. Aber welche Energie? Kohle gab es noch nicht oder spielte keine Rolle. Die Energie, die vorlag, die zur Verfügung stand, war die traditionelle Energie, die über Jahrhunderte, Jahrtausende die Menschheit immer mit Energie versorgt hat, für Wärme, für Licht, für Prozesse wie Kochen und Speisen zubereiten. Das war das Holz. Das war also die biotische Energie des Holzes, die eine Rolle spielte und die jetzt benutzt wurde, um die Dampfmaschinen auch zu heizen im 18. Jahrhundert, sodass also, weil dies gewaltige Holzmengen waren, die da benötigt wurden, die Wälder in Europa zum Verschwinden brachten,
sodass also ein großer Energiemangel aufgetreten ist. Um diesen Energiemangel zu beheben, wurde nach alternativen Energien gesucht. Die Grenzen ließ man wachsen, indem man neue Energieträger entdeckte und zu nutzen verstand. Und das war eben die Steinkohle, die Kohle, die man aus der Erde holte. Indem man den, wie der Umwelthistoriker Sieferle es in einem sehr schönen Buch mit einem sehr schönen Titel nannte, indem man den unterirdischen Wald also abholzte und eben zur Energiegewinnung gebrauchte. Das war damals im 18. Jahrhundert unkonventionelle Energie, die Kohle zu benutzen. Die konventionelle Energie, das war Holz, die ging zur Neige. Also ließ man die Grenzen wachsen durch Übergang zu unkonventioneller Energie. Und das, was wir heute tun, ist im Prinzip genau das Gleiche, oder wir versuchen es jedenfalls. Wir gehen in die unkonventionellen Energien hinein, weil die konventionellen Energien nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Peak Oil haben wir wahrscheinlich erreicht, keiner weiß es so ganz genau, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Peak Oil, also der Höhepunkt der Ölförderung, erreicht ist. Und danach geht die Angebotskurve, es war noch immer Öl da, aber die Angebotskurve von Öl kriegt dann eine negative Neigung. Und wenn dann gleichzeitig die Nachfrage weiter ansteigt, dann heißt das, dass eine Lücke entsteht und das führt dann zur Preissteigerung, die also einige aus dem Markt oder von der Energieversorgung abschneiden würde. Es sei denn, wir finden unkonventionelle Energieträger. Und tatsächlich wird alles getan, um dies zu tun. Wir holen das Öl jetzt aus Tiefen, die bislang völlig unzugänglich waren, Tiefseeöl, mit großen Risiken, wie wir im Golf von Mexiko gesehen haben. Wir holen das Öl aus dem Polareis. Auch da werden irgendwann die großen Unfälle stattfinden. Mit den Tankern haben wir es schon vor Alaska erlebt. Wir holen das Öl aus tropischen Regenwäldern, aus fragilen Ökosystemen mit gewaltigen negativen Auswirkungen auf das ganze Ökosystem, wie man im Amazonas schon heute besichtigen kann. Wir holen das Öl aus Gestein, das bislang nicht zugänglich war, mit Hilfe des Fracking, indem wir also Chemikalien und so weiter verwenden und hohen Druck und das Gestein aufsprengen und nicht genau wissen, was dann wirklich mit dem Grundwasser und mit der Festigkeit der Erdkruste dann also in Zukunft noch passieren wird. Also die Risiken steigen, aber wir haben unkonventionelles Öl, wir haben also die Grenzen wachsen lassen. Oder wir nutzen auch neue Energien aus erneuerbaren Rohstoffen, Bioenergien, wie sie genannt werden, nicht also Ethanol und dergleichen mehr, Biodiesel aus Energiepflanzen und geraten dann natürlich in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelversorgung, weil die aus der gleichen Biomasse auch stammen muss. Wir erweitern zwar die Grenzen, wir lassen sie wachsen, wir handeln uns damit aber neue Konflikte ein. Und das sind jetzt wegen dieses Doppelcharakters die beiden Seiten einer Krise der kapitalistischen Entwicklung. Es ist also nicht auseinanderzuhalten, die Krise der Verwertung auf der einen Seite und die Krise der Ökosysteme auf der anderen Seite. Und wenn wir versuchen, die eine Krise zu bewältigen, dann verschärfen wir unter Umständen die andere Seite der Krise. Man kann das sehr deutlich auch in der Euro-Krise beobachten. Nicht um die Euro-Krise in den Griff zu bekommen, um sie zu bekämpfen, wird gegenwärtig vor allen Dingen darauf gesetzt, die Forderungen der Finanzinstitute wertvoll zu halten, also nicht zu entwerten, denn dann müssten sie abgeschrieben werden, was für einige der systemrelevanten Banken deren Untergang zur Folge hätte.
Damit aber die Forderungen bedient werden können, muss die Wirtschaft wachsen. Aber die Wirtschaft wachsen lassen angesichts der begrenzten Kugelfläche des Planeten Erde wird immer mehr zu einem großen Risiko. Man rettet also auf der einen Seite dieses doppelten Charakters der Krise die Ökonomie und auf der anderen Seite wird also die Ökologie dadurch negativ beeinträchtigt. Oder aber wir schauen auf die andere Seite der Euro-Krise, nicht die Rettung der Forderungen der Gläubiger, sondern die Leistungen der Schuldner müssen gewährleistet sein, damit die Gläubiger ihre Forderungen nicht reduzieren oder abschreiben müssen. Dazu muss man aus den Ländern, die verschuldet sind, so viel rauspressen, dass dies gewährleistet ist. Also erlegt man Griechenland, Portugal und so weiter eine harte Austerity-Politik auf, auch mit politischen Mitteln durchgesetzt von der Troika, von Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und Europäischer Union bzw. deren Kommission. Nicht? Und damit zerstört man aber soziale Kontexte, den Sozialstaat und weiter darüber hinaus den sozialen Konsens in diesen Gesellschaften. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen für die weitere Entwicklung in diesen Entbettungsmechanismus von Arbeit, Geld und Natur für die Gestaltung der Arbeit und den Schutz der Arbeit gegen die Satansmühle der Märkte. Das ist also dann eben eine Konsequenz, die sich aus der Ökonomie ergibt, mit gewaltigen Konsequenzen in der Gesellschaft und auch in der Natur. Infolgedessen ist es notwendig, diese Krise tatsächlich als eine systemische Krise, als ein Ensemble von verschiedenen Aspekten dieser systemischen Krise zu behandeln und dann auch entsprechend die politischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die politischen Schlussfolgerungen, damit möchte ich auch enden, ohne darauf jetzt im Einzelnen einzugehen, müssen dann eben auch einschließen, diese verschiedenen Dimensionen, die diese systemische Krise besitzt. Es gehört dazu, zu diesen politischen Schlussfolgerungen, dass die Austerity, weil sie so zerstörerisch für soziale Systeme, für Gesellschaften ist, Austerity muss beendet werden. Die Austerity ist keine Lösung der Krise, sie verschärft sie nur, weil sie nämlich auch alle anderen Bereiche, die Gesellschaft, nicht nur die Ökonomie, nicht nur die Finanzen, sondern die gesamte Gesellschaft eben in den Abgrund hineinstößt. Es gehört auch dazu, dass Schulden gestrichen werden. Wenn man nämlich Vermögen retten will, dann müssten die Schuldner immer weiter dazu veranlasst werden, für die Vermögenden entsprechende Forderungen, Renditeforderungen zu bedienen. Und das überlastet sie und erzeugt diesen Druck der Austerity, der zur Zerstörung von Gesellschaften führt. Und wenn man das also versucht zu beheben, muss man Schulden streichen. Aber wenn man Schulden streicht, geht das gar nicht anders, als dass man auch Vermögen streicht. Indem man also zum Beispiel wieder das einführt, was in den letzten Jahren in Europa in fast allen Ländern gekürzt oder gar beseitigt worden ist, nämlich Vermögenssteuern wieder einführen, um auf diese Weise also Schulden streichen zu können. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es, seitdem es Geldwirtschaften gibt, also seit, sagen wir mal, 1000, 2000 Jahren, hat es immer auch, das gehört zu der zyklischen Entwicklung hinzu, hat es immer auch Schuldenstreichungen gegeben. In der Bibel das Jubeljahr, nicht das Jubiläum, wenn die Schulden gestrichen worden sind, in Athen, in Griechenland,
die Seisachtea, die Lastenabschüttelung, weil es klar ist, dass wegen des kumulativen Charakters auch in der Geldwirtschaft Schulden sich akkumulieren und irgendwann einmal so groß sind, dass entweder der Schuldturm droht oder aber der Zusammenbruch oder aber auch das, der Zusammenbruch der Kreditbeziehung, was für die Gläubiger nicht ohne Belang ist. Und dann kann man das einigermaßen ordentlich machen durch eine Schuldenstreichung. Das hat es gegeben und das hat es auch in der Neuzeit gegeben. Die Griechen erinnern Deutschland vor allen Dingen immer daran, eure Schulden, die ihr gehabt habt nach dem verlorenen Ersten und Zweiten Weltkrieg, sind im Londoner Schuldenabkommen von 1953 gestrichen worden. Und ihr habt die letzten Schuldendienst, der sehr niedrig war im Vergleich zu dem, was wir Griechen, nämlich heute zu zahlen haben, gemessen am Sozialprodukt und der Kaufkraft der Währung und so weiter. Eure letzten Schuldenquoten habt ihr im Jahre 1989, im Jahr der Wiedervereinigung, geleistet. Und dann war alles aus. Nicht? Und das muss auch heute in der gegenwärtigen Schuldenkrise passieren. Aber es ist selbstverständlich, dass es keine Lösung nur dadurch gibt, dass man Schulden streicht oder die Austerity verändert. Man muss auch neu etwas aufbauen, muss die Wirtschaft auch auf neue Grundlagen stellen. Und dazu, glaube ich, ist es sehr notwendig, sowohl die energetische Grundlage zu verändern. Eine Zukunft gibt es nur auf der Basis von erneuerbaren Energien und gleichzeitig die Erneuerbaren kann man nur dezentral zukunftsfähig machen. Man kann sie nicht so zentralisieren und kumulieren und akkumulieren, wie das mit fossilen Energieträgern der Fall ist. Aber wenn man die Energieversorgung dezentralisiert, muss auch die Produktion entsprechend dezentralisiert werden in Form von Genossenschaften, solidarischer Ökonomie und dergleichen mehr. Und dafür gibt es also 1000 Beispiele in aller Welt heutzutage. In diese Richtung, glaube ich, wird es gehen müssen. Und dann erinnern wir uns daran, was der Wirtschaftshistoriker E.P. Thompson über den Kapitalismus gesagt hat. Es gibt im Kapitalismus immer sozusagen zwei Geschichten. Die eine ist die von der kapitalistischen Akkumulation und wie sie funktioniert, profitgetrieben, mit viel Energie und Stoffverbrauch. Und dann gibt es immer auch eine Parallelgeschichte im Kapitalismus. Und das ist eine Geschichte, die nicht unbedingt nach dem Profitprinzip funktioniert, die auch marktgetrieben sein mag, aber nicht von einem entbetteten Markt. Und das ist dann eine moralische Ökonomie. Er hat sie als moralische Ökonomie bezeichnet. Heute sagen wir vielleicht eher solidarische Ökonomie, wo also andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen als nur das Profitprinzip. Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit, die sich aus dem Charakter der gegenwärtigen Krise schlüssig ergibt. Und danach muss man dann entsprechend auch handeln und dieses Handeln dann vorbereiten, indem man Konzepte entwickelt, Utopien entwickelt und diese dann auch versucht, dann zu kollektiven Projekten zu machen. Und das ist dann das, was uns bevorsteht, was unsere Aufgabe ist. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben ja jetzt noch gewisse Zeit für die Diskussion.